Servus. Hallöchen. Wir machen eine Tour. Wir sind im Allgäu unterwegs und wir machen eine Tour, die wir schon sehr, sehr lange machen wollten. Nämlich letztes Jahr schon, vorletztes Jahr schon. Und jetzt machen wir sie endlich, eine große Abenteuertour, nämlich die Umrundung des Allgäus quasi oder der Oberstdorf. Also wir gehen einmal durch die Allgäuer Hochalpen, überqueren mehr oder weniger alle großen Allgäuer Gipfel und das in den nächsten 8 Tagen. Genau, die sogenannte Steinbock-Tour. Gestartet sind wir jetzt heute Vormittag unten an der Talstation der Söllereckbahn. Da ging es dann jetzt rauf Richtung Bergstation. Jetzt sind wir gerade hier oben am Berghaus am Söller. Und von hier aus, genau, und von hier aus geht es jetzt weiter Richtung Fellhorn vorbei an der Kanzelwand. Und unser heutiges Etappenziel ist dann die Fiederer Passhütte. Jo, los geht's. Fast haben wir es geschafft. Da oben ist die Fiederer Passhütte. Haben wir uns aber ein wenig verhauen heute, also speziell ich. Ich dachte irgendwie, das wird eine entspannte Aufstiegsetappe mit so 4 Stunden. Die sind wir jetzt schon unterwegs, eine Stunde brauchen wir noch. Ist auch sackheiß, aber landschaftlich ziemlich, ziemlich geil. Wunderschönen guten Morgen. Es ist 6.20 Uhr und machen heute eine ganz besondere Tour, die wir schon mal gemacht haben, aber noch nicht festgehalten haben für euch, nämlich den Mindelheimer Klettersteig. Das ist die Andrea übrigens und dann geht es da hinten rauf. Da oben irgendwo ist der Einstieg und dann geht es da komplett rüber und hinten runter zur Mindelheimer Hütte. Letzter Gipfel für heute. Wie lange brauchen wir noch? Viertelstunde. Viertelstunde, sagt die Chefin. Da unten ist die Mindelheimer Hütte.
Da geht es jetzt dann schnurstracks runter und wir können von hier auch nochmal schön zumindest einen Teil der Route sehen, also hier so da drüber rauf. 4,5 Stunden haben wir gebraucht bis jetzt. Und jetzt Viertelstunde würde sich gut ausgehen mit der angegebenen Gehzeit von 5 Stunden für die Etappe oder insgesamt eine Zeit. Sind wir gut drin, trotz Frühstück oder mit Frühstück. Jo, dann Endspurt. Jetzt fängt es zum Donnern an. Wir haben ungefähr noch 5 Minuten zur Hütte. Das wird jetzt ein Spiel auf Zeit. Schauen wir mal, wer schneller ist. Wie unter die Wolken. Aber es donnert schon echt krass. Also ich glaube, lang dauert es nicht mehr. Geschafft haben wir es. Wir sind an der Hütte. Ohne ein Tröpfchen. Bis jetzt. Die Glückspilze wieder. So. Jetzt gibt es erstmal waschen und dann vielleicht Kaffee. Rene, du weißt schon, dass du heute viel weniger bekommst. Ich hatte gestern 2 Getränke mehr. Ich hab's genau aufgepasst. So, Etappe 2 geschafft von 8. War ein richtig, richtig toller Klettersteig. Knappe 5 Stunden haben wir jetzt gebraucht. Von der Fiederer Passhütte hier rüber zur Mindelheimer Hütte über den wunderschönen Mindelheimer Klettersteig. Und wie so oft bei uns perfektes Timing. Die letzten Meter hier und jetzt sitzen wir hier auf der Bank vor der Hütte und es fängt an zu regnen. Ja, und ihr hört auch den Donner schon. Also echt perfektes Timing. Solltet ihr die Tour auch mal machen, aufs Timing achten und sehr früh los. Also wir sind um 6.20 Uhr los. Das war schon, waren glaube ich die Ersten. Das war schon auf jeden Fall gut. Ja. Ja, aber auch voll cool. Wir haben auch schon einen Teil der Etappe für morgen gesehen. Also wie es dann rüber geht zur Rappenseehütte. Das wird morgen glaube ich eher so ein entspannter Höhenweg ohne die größeren rauf, runter. Aber das war jetzt heute echt schön, so eine schöne abwechslungsreiche Klettertour. Genau, und jetzt ist ja gerade mal 11.18 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt hier noch einen schönen, gemütlichen Hüttenvormittag und Nachmittag. Jetzt wird es hier irgendwie ungemütlich. Ich würde sagen, wir machen es uns jetzt drin gemütlich. Yes! Buongiorno, guten Morgen. 7:30 Uhr, 7.30 Uhr. Wir starten los von der Mindelheimer Hütte. Früher als gedacht. Wir dachten eigentlich, wir starten so gegen 10, 11, ganz untypisch für uns. Aber vom Wetter her sah es so aus, als wenn es im Morgen noch richtig regnet und erst später besser wird. Aber, tada, wie es in den Bergen so oft ist. Leichte Wolkendecke, kein Tröpfchen. Jetzt habe ich mal ein Regenradar noch angeschaut. Also es hat sich komplett verschoben wieder. Deswegen starten wir früher los. 4 bis 5 Stunden haben wir jetzt vor uns. Von der Mindelheimer Hütte geht es runter. Man sieht es eigentlich tatsächlich schon ganz gut. Hier runter, den ganzen Weg jetzt da. Und da drüben wieder rauf. Da rum. Und da hinten oben spitzelt schon die Rappenseehütte raus. Da wollen wir heute hin. Über den Schrofenkass, ums Mutzentobel geht's. Ja, und wir hoffen, dass wir nicht zu sehr in den Regen reinkommen. Ein bisschen was wird's wohl tun. Aber wir sind ja nicht aus Zucker. Schauen wir mal, wie die Tour wird. Allzu sehr nass soll man nicht werden. Und los geht's. We'll be right back.
sind wir. 4 Stunden 20 haben wir gebraucht. Klasse. Die Rappenseehütte. Voll im Nebel. Buongiorno, guten Morgen von 2100 Metern und es ist 7 Uhr morgens. Wir sind an der Rappenseehütte kurz vorm Ablaufen und jetzt wollte ich aber ganz kurz nochmal den Weg von gestern zeigen, so ein bisschen zumindest sieht man es. Also hier der ganze Klettersteig da oben drüber, den wir am Tag davor gegangen sind und dann, na gut, eigentlich sieht man den Weg gar nicht, der ging da hinten rum über den Hügel. Und da sind quasi einmal hin ins Tal durch und hier oben rüber rauf in 5 Stunden bis hier zur Rappenseehütte, die man jetzt auch ohne Nebel sieht. Das ist nicht der Rappensee ist da drüben irgendwo. Und jetzt geht's darauf, oben über die Scharte und auf den Heilbronner Höhenweg. Also wir starten heute auf das Herzstück der Steinbocktour. Mit den hohen Gipfeln, mit dem hohen Licht, der Mädlegabel. Und unser Ziel ist heute die Kemptner Hütte. Und es werden schon ein paar Stunden werden, so 7, denke ich, werden es auf jeden Fall. Schauen wir mal. Los geht's! We'll be right back.
Da unten sieht man jetzt das Waltenberger Haus. Das wäre der erstmögliche Abstieg vom Heilbronner Höhenweg. Aber wir gehen über die Bockerscharte weiter hinten rüber zur Kemptner Hütte. Haben wir es geschafft, Heilbronner Höhenweg. Wie fandest du die Etappe heute so? Geil, sehr, sehr abwechslungsreich. So, geschafft haben wir es. Wir sind angekommen an der Kemptner Hütte. Jawohl, nach 6 Stunden ungefähr haben wir gebraucht, relativ genau. Hohes Licht eingeschlossen, da waren wir ziemlich fix. Ich glaube, 40 Minuten Umweg haben wir gebraucht für rauf, runter. Mädlegabel haben wir dann ausgelassen, weil war ein bisschen nebelig und irgendwie haben wir gesagt, nee, das... Morgen wird sehr, sehr lang, deswegen haben wir es voll sein lassen. Und ich wollte gerade schon sagen, die 4. Etappe war unsere Highlight-Etappe bis jetzt, aber stimmt auch nicht, weil eigentlich ja jede Etappe so ein Highlight ist für sich. Heute auf jeden Fall unser Highlight ist, wir nennen es die Tier-Etappe, denn wir sind gestartet mit mehreren Steinbockfamilien. Dann haben wir ganz viele Gämse gesehen, auch ganz süße kleine Babygämsen, Raupen und auch ganz viele Murmeltiere. Sau viele Murmeltiere, jo. Also insgesamt einfach mega abwechslungsreiche Etappe. Wir sind ja von der Rappenseehütte gestartet, quasi noch so ein bisschen im Grün. Dann ging es rauf übers Geröllfeld, dann komplett Felsenlandschaft, dann wieder übers Geröllfeld runter und wieder zurück ins Grün. Also total abwechslungsreich, also echt super schöne Tour. Ja. Super schöne Etappe und jetzt sind wir auch schon wieder um 12:45 da. Dachten ja eigentlich, wir kommen ein bisschen später an. Also gibt es jetzt erstmal ordentliches Mittagessen, oder? Woll ja, schön gönnen. Morgen, 6.20 Uhr, wir sind schon wieder auf dem Weg. Heute geht's eine lange Etappe, angeschrieben mit 9 Stunden zum Prinz-Louis-Porthaus, über Kreuzeck und Raueck. Und erst sah es ganz klar aus und jetzt gehen wir doch wieder durchs Wolkenmeer. Aber nachher sind wir ja wieder über 2000 Meter bestimmt über den Wolken. Da wird am ersten Mal gefrühstückt. Da sehen wir jetzt ganz viele schöne Berge. Da drüben die Trettachspitze, da vorne und dahinter die Mädlegabel. Da waren wir gestern. Da waren wir gestern. Und da hinten sieht man das Fellhorn. Da sind wir quasi am ersten Tag drüber. Das ist schon genial, die Tour.
So, den Hochvogel im Blick. Haben wir gerade Mittagspause gemacht. Am Pass unterhalb vom Himmeleck. Schön ausgiebig. Und haben versucht, ein bisschen unsere Schuhe und Socken zu trocknen. Die sind nämlich heute Morgen bei der taufrischen Wiese oder den taufrischen Bergwiesen ziemlich nass geworden. Wir müssen ein bisschen Fußpflege machen. Kurz in die Sonne gelegt und jetzt geht's einmal hier noch komplett ins Tal runter und da drüben wieder rauf zum Prinz-Luitpold-Haus. Ungefähr noch 2 Stunden. Jetzt ist es 12:45, also wir sind seit 7 Stunden unterwegs, oder? 10:50, 20:50 sind wir los. Jo, 7 Stunden unterwegs. Schauen wir mal, dass wir den Gas geben. Das war sie, unsere 5. Etappe. Ja, sehr, sehr lange, unsere längste bis jetzt. Also mit 8 Stunden 15 waren wir, glaube ich, unterwegs. Angegebene Gehzeit waren 7 Stunden. Das kommt relativ gut hin vom Führer. Wir haben ein bisschen länger Pause gemacht, unsere Füße gepflegt zwischendurch, sind ein bisschen nass geworden. Ja, aber war echt auch wieder eine richtig schöne, abwechslungsreiche Route. Ja. Ganz schön viel rauf und runter heute, also 1300 Höhenmeter. So viel hatten wir jetzt noch nicht die letzten Tage, aber es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Jetzt gerade auch im Hintergrund seht ihr sie schon, die wunderschöne und gemütliche Hütte. Ja, genau, Prinz-Luitpold-Hütte, da werden wir uns jetzt auch das ein oder andere Leckere noch gönnen. Ein bisschen schade war es mit den Wolken, da haben wir teilweise echt ein bisschen die coolen Ausblicke nicht so gehabt, wie wir sie gehabt hätten, zu den Höfarts rüber und so weiter. Der Hochvogel hinter uns, auch irgendwie alles ein bisschen im Nebel jetzt. Da geht es dann morgen für uns hin, aber jetzt erstmal einen gemütlichen Hüttenabend. Morgen, Tag 6 der Steinbock-Tour. Wir haben heute unseren Ruhetag. Also wir machen es heute ein bisschen entspannter. Ihr seht es am Gepäck, quasi kein Gepäck im Rucksack, nur ein bisschen Wasser. Wir sind immer noch am Prinz-Luitpold-Haus. Da unten sieht man es. Und wir machen heute als entspannte Tagestour den Hochvogel. Nochmal auf 2,6 rauf von 1800. Wir sind noch jetzt ganz entspannt gestartet, erst um kurz nach 9. So richtige Luxuswanderer. Genau, machen es halt ganz entspannt. Und morgen geht es dann weiter zum Nebelhorn. Aber heute erstmal den Allgäuer Klassiker, den Hochvogel. Oben am Hochvogel auf 2590 oder 91 Metern, also knapp 2,6 ist er hoch. Und es ist halt krass, dieser Spalt am Hochvogel, wir haben gerade eine Frau oben getroffen, die hat gesagt, vor 9 Jahren ist sie dann noch von links nach rechts drüber gehüpft über den Spalt. Das wäre jetzt undenkbar, jetzt ist er ja ein paar Meter breit. Also schon, bleibt schon spannend, wann er und ob er noch abbricht, der Gipfel oben. Ja, auf jeden Fall schöne Tour. Wir waren ungefähr in 2 Stunden oben, recht zügig.
Angegeben ist, glaube ich, mit 3. Und jetzt geht's wieder runter zum Prinz-Luitpold-Haus. Auf der Steinbock-Tour und die zweite Verlängerung. Wir gehen vom Prinz-Luitpold-Haus los um Punkt 8. Pünktlich wie die Maurer geht's los rüber. Ein Teil des Weges kennen wir ja schon, den sind wir vorgestern gegangen hier rüber zu. Den gehen wir jetzt wieder zurück. Und dann geht's übers Laufenbacher Eck rüber zum Nebelhorn und zum Edmund-Probst-Haus. Relativ kurze Etappe. Ungefähr 4 Stunden circa. Ja, Wetter sieht top aus. Und wir sind hoch motiviert. Los geht's. Richtig cool hier oben jetzt am Laufenbacher Eck. Ich habe gerade das T-Shirt ausgezogen, weil es so durchgeschwitzt war vom Aufstieg. Weil man die ganze Tour, die wir gemacht haben, die letzten 7 Tage in beide Richtungen komplett sieht. Also ich zeige euch das mal kurz, ich hoffe ihr seht es gut. Da hinten ging es übers Fellhorn rauf, dann rundenrum über den Klettersteig, hinten runter. Einmal unten rum zur Wappenseehütte, die liegt jetzt ein bisschen da hinten versteckt hinter dem Grat. Dann rüber, hinten über den Heilbronner Höhenweg, davon sehen wir jetzt nur da hinten das hohe Licht. Davor die Mädlegabel, die wegen Grat da oben. Dann runter zur Kemptner Hütte. Rauf und da hinten über die 2 kleinen grünen Dubberle, den Raueck, Kreuzeck, Raueck so rum. Der kleine Wilde, runter zum Eissee. Hinter halb rum, da ist die Andrea. Hier runter und entlang zum Prinz-Luitpold-Haus. Rauf zum Hochvogel, wieder runter zum Prinz-Luitpold-Haus, wiederum hier rauf und jetzt geht's hier lang, zack, 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 einmal außenrum und rüber zum Nebelhorn bzw. zum Edmund-Probst-Haus. Richtig geil und das alles so zu sehen, das ist schon echt, ja, schon mega cool so. Schönen guten Morgen, 6.10 Uhr, wir gehen schon wieder los vom Edmund-Probst-Haus hinauf zu unserer letzten Etappe auf der Steinbock-Tour, die eigentlich gar nicht so richtig zur Steinbock-Tour gehört hat, ist ja egal. Ja, gestern ging es ja richtig schön rüber
vom Prinz-Luitpold-Haus hier rüber zum Edmund-Probst-Haus am Nebelhorn mit fantastischen Blicken nochmal. Und wir krönen das Ganze heute mit dem Klettersteig, dem Hindelanger Klettersteig, hier vom Nebelhorn rüber zum Großen Daumen. Und vielleicht verlängern wir die Tour auch hinten raus noch über den kleinen Daumen und die hohen Gänge. Aber da schauen wir jetzt einfach mal, wie wir nach 8 Tagen noch lustig sind und was die Füße und die Hände sagen. Aber jetzt geht's erstmal los. Die Sonne ist noch gar nicht da. Vielleicht können wir oben am Grat im Sonnenaufgang frühstücken. Schauen wir mal. Klettersteig geschafft. Nach 5 Stunden, ziemlich genau, vom Edmund-Probst-Haus. 6:10 sind wir los, 11 waren wir jetzt da. Sind wir wieder rüber, hier unten am Laufbichelsee. Und jetzt geht's gemütlich eben über die See in den Laufbichelsee und hinten in Engeratz-Kunzsee runter zum Giebelhaus und von da zurück nach Bad Hindelang. Und schon sitzen wir geduscht und frisch angezogen zu Hause auf der Couch nach 78 Kilometern, 6500 Höhenmetern rauf und auch wieder runter. Und 8 Tagen war das auch dringend nötig, aber es war eine mega, mega coole Tour. Ja, es war wirklich sehr, sehr toll. Wir sind sehr stolz auf uns und wir hoffen natürlich, wir können dich mit diesem Video inspirieren, diese Tour vielleicht auch nachzugehen oder vielleicht auch nur ein Teil davon. Und zum Abschluss gibt es jetzt nochmal 2 überzeugende Argumente, nämlich unsere Highlight. Also mein persönliches Highlight war der Morgen direkt im Aufstieg nach der Rappenseehütte, wo wir quasi ganz alleine in dieser Morgenstimmung waren mit ganz, ganz vielen Steinböcken. Das war schon wirklich ein sehr besonderer Moment. Ja, und mein Highlight oder meine ganz unterschiedlichen Highlights waren immer das nach vorne und das Zurückschauen. Also sowohl am ersten Tag vom Fellhorn hat man eigentlich schon fast die ganze Tour gesehen und heute Abend oder heute Nachmittag beim Nebelhorn war es auch wieder so. Wir haben auf den Grat zurückgeschaut und haben ganz, ganz viele Gipfel und Etappenteile gesehen, die wir schon gemacht haben und das fand ich schon sehr besonders. Ja. Also ich glaube, recht viel mehr müssen wir gar nicht mehr sagen. Das Video spricht ja für sich. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zu dieser Tour oder auch zu anderen Touren, dann schaut doch einfach bei uns auf dem Blog vorbei. Genau. Unter
unter zweiabenteurer.de oder schaut auch hier oben die anderen Videos von uns an, zum Beispiel das Video von den Seven Tuxer Summits. Auch eine sehr sehenswerte Tour. Genau, ganz viel Spaß dir bei all deinen nächsten Abenteuern und Wanderungen in den Alpen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Servus.